Hallo und guten Tag. Mein Name ist Wolfgang Staubmann. Ich bin Diätologe und Dozent am Institut Diätologie der FH Joanneum. Herzlich willkommen zum Video Praktische Aspekte bei Ernährungsproblemen bei Demenz Teil 1. Wir werden uns in diesem Video mit Maßnahmen der Essensablehnung beschäftigen. Wenn wir uns die Ursachen für eine mögliche Essensablehnung bei demenziellen Erkrankungen ansehen, so haben wir viele praktische Gegenmaßnahmen parat, die wir hier positiv einsetzen können. Bei Veränderungen der Geruchswahrnehmung haben wir die Möglichkeit, ein gezieltes Riechtraining durchzuführen, zum Beispiel mit den sogenannten Sniffing Sticks. Das sind filzstiftähnliche Stifte, die ein Geruchsagens enthalten. Mit diesem Riechtraining ist es möglich, seine Riechleistung ein wenig zu verbessern oder vielleicht auch aufrechtzuerhalten. Bei bestehenden Geschmacksveränderungen ist es möglich, über selbst produzierte Bonbons zum Beispiel oder über Schäume oder sogenannte Espumas auch hier eine Stimulation der Geschmackssinneszellen zu erreichen. Zusätzlich ist es möglich, auch deftige Speisen beispielsweise etwas mehr zu süßen. Bei bestehenden Schluckstörungen sei darauf hingewiesen, dass die Textur der Speisen modifiziert werden kann, zum Beispiel, dass man Flane einsetzt und wenn medizinisch indiziert, gegebenenfalls auch Flüssigkeiten andickt. Hier sei der Hinweis gegeben auch auf das sogenannte ICI-Stufenschema. Auch eine Reihe von Medikamenten können als Nebenwirkung Appetitlosigkeit und damit indirekt eine Essensablehnung verursachen. Wenn man sich überlegt, wie viele Medikamente ältere Menschen täglich zu sich nehmen müssen, nämlich 9 oder sogar mehr, dann kann man sich vorstellen, dass hier ein Blick auf den Beipackzettel sehr sinnvoll sein kann. Wenn es Nebenwirkungen, Geschmacksveränderungen oder Schwierigkeiten beim Riechen auftreten, dann sei auf die Möglichkeiten, die ich bereits vorhin angesprochen habe, hingewiesen. Bei Übelkeit, Erbrechen besteht die Möglichkeit, dass man hier auf kleinere Mahlzeiten umsteigt, dafür diese dann öfters anbietet, auch leichter verdauliche Kost anbietet, die sozusagen auch fettarm ist und bei Erbrechen auch auf Elektrolytverluste und Flüssigkeitsverluste auch entsprechend diese ausgleicht. Bei bestehender Inappetenz als Nebenwirkung, auch hier sind kleinere Mahlzeiten möglich. Hier auch der Hinweis darauf, dass vor allem das angeboten wird, was besonders gemocht wird und auch hier die Stimulation des Geruchs- und Geschmackssinns durch zum Beispiel Aromasprays. Bei Mundtrockenheit ist hier besonders zu achten auf entsprechende Flüssigkeitszufuhr, zum Beispiel Einsatz eines Trinkplans oder auch Verwendung von Trinkrituale, wie zum Beispiel der Nachmittagskaffee. Auch hier ist es möglich, den Speichelfluss anzuregen durch zum Beispiel saure Bonbons, Eiswürfellutschen oder eine Mundspülung mit prickelndem Mineralwasser oder auch Mundsprays. Wenn wir uns die Ursachen auf kognitiver bzw. psychosozialer Ebene ansehen wollen, so sehen wir auch hier verschiedene Gegenmaßnahmen, die wir hier parat haben. Zum Beispiel bei Vergiftungswahn ist es möglich oder besonders angezeigt, bittere Speisen zu meiden bzw. auch auf schwarze und grüne Farben in den Speisen zu verzichten, da diese hier optisch bzw. geschmacklich auch Gefahr und damit auch eine Ablehnung hervorrufen können. Agnosie kann man hier besonders auf starke optische Kontraste setzen. Das heißt, dass man am Tisch keinen weißen Teller am weißen Tischtuch stehen, sondern ein farbiges Tischset verwendet oder auch einen Teller mit einem farbigen Rand oder zum Beispiel Trinkgefäße, die eingefärbt sind. Bei Dyspraxie, das heißt, wenn Schwierigkeiten bestehen, auch Besteck zu verwenden, so kann man hier auch auf Fingerfood zurückgreifen und hier ein gewisses Maß an Selbstständigkeit bei der Person erhalten. Bei depressiven Verstimmungen ist es möglich, hier Essen auch als soziales Ereignis einzusetzen. Das heißt, Mahlzeiten in Gesellschaft können positiv wirken, die Schaffung einer angenehmen Essatmosphäre, zum Beispiel etwas gedämpftes Licht oder angenehme Hintergrundmusik. Oder auch das gemeinsame Vorbereiten, das gemeinsame Kochen können hier besonders positiv einwirken. Und zu guter Letzt auch, wenn entsprechende Biografiearbeit geleistet wird, dass auch von Betroffenen gewohnte Rituale übernommen werden oder auch Abläufe, die von der Person gewohnt sind, zum Beispiel der Mahlzeitenrhythmus oder eben die bereits angesprochenen Lieblingsspeisen.